Vielen Dank euch. Und ich bin immer noch so ein bisschen schwelge noch in den Film von Monika, die sie geschnitten hat. Nicht dieses reiche Öl, wo übrigens heute Golgo gleich zweimal vertreten, nicht? In verschiedenen Sektionen gewissermaßen. Aber richtig cool fand ich diesen Job als Lehrer für Schwerelosigkeit. Also hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht, als Leute schwerelos durch den Raum zu führen. Und was mich auch sehr gefreut hat, Linda, war Freier Fall, war doch Eröffnungsfilm bei dir, ne? In deiner Reihe bei der Berlinale. Traumhaftes Paar, die beiden, finde ich. Schönste Paar der Berlinale, habe ich da mal gesagt. Damit kam ich auf alle Plakate. Einmal hat es geschafft. In meinem Leben. Und ist gelaufen wie wahnsinnig, ne? Also ein unglaublich erfolgreicher Film und das ist auch ein Dank für Monika. Einfach toll. Ich merke, dass Sie noch Energie haben, und zwar gute Energie, und die brauchen Sie jetzt auch, denn wir kommen zum absoluten Höhepunkt. Das ist der emotionale Höhepunkt natürlich dieser Preisverleihung, der Preis für das künstlerische Lebenswerk. Und das sind natürlich immer große Augenblicke, wenn man da an all das zurückdenkt, was die Leute, die diesen Preis bekommen, uns wirklich geschenkt haben. Und das sage ich ganz bewusst. Und diesen Preis verleihen werden heute zwei Leute, die ich auch schon eine ganze Weile kenne, sehr schätze, sind Dokumentarfilme. Ich darf das an der Stelle mal kurz sagen, weil es ja zu familiär ist. Kind ist gerade eingeschlafen draußen. Mit Papa. Ist ja gut, na klar. Muss ja auch mal was am Abend haben, logisch. Die beiden sind auch ein Paar im Leben und verdanken eigentlich die Tatsache, dass sie ein Paar sind, unserem Preisträger heute, weil sie einen Film über ihn gemacht haben, und zwar einen sehr schönen, den ich auch kenne, nämlich Nelken für Günther. Und während der Arbeit an diesem Film haben sie sich verliebt, es entstand ein Kind, die beiden sind immer noch zusammen, es freut mich riesig, und haben inzwischen auch einen Film gemacht über ihren älteren Sohn, war das, ne? Der ältere, Paul Schuhweg. Auch im Kino zu sehen, wunderschöne Geschichte, also pass auf, man kann mal alles Filme machen. Es geht ganz, ganz schnell in der Familie. Jedenfalls freue ich mich sehr, dass sie aus Weimar heute bei uns sind, um eben diesen Preis zu vergeben. Wolfgang und Yvonne Anteil, willkommen. Im Jahr 2000 bin ich nach Weimar gegangen. Ich bin in West-Berlin groß geworden. Von der DEFA habe ich zu diesem Augenblick noch nie was gehört gehabt. Auch nicht von Günter Reisch. Und da kam ich also in Weimar in der Bauhaus-Uni in einen seiner Kurse, wo er die Grundlagen der Regie vermittelte und auch den Charakter des Komischen. Und ich traf dort einen liebenswürdigen älteren Mann, der ganz von seiner Vergangenheit schwer äußerlich gezeichnet war, aber der doch eine Jugend in seinen Augen ausstrahlte, die, wie mir später halt bewusst wird, so ein Feuer, Leidenschaft, Energie, jungen Menschen etwas mit auf den Weg zu geben, aus seinem Leben, was sein Leben war, ist und immer sein wird, nämlich Film. So. Und da saß ich also, Günther, in deinem Kurs und war konfrontiert mit Filmen, die ich zuvor in meinem ganzen Leben nie gesehen hatte. Sehr viele DEFA-Filme, russische Filme, französische Filme. Und mit einigen Filmen hatte ich durchaus am Anfang große Schwierigkeiten, weil sie auf eine Art und Weise erzählt hatten, die ich vorher noch nie so kennengelernt hatte. Wie gesagt, ich war Hollywood gewöhnt. Und du hast es trotzdem geschafft, sozusagen, dass wir als Studenten mit diesem Film etwas anfangen konnten. Wir danken Ihnen allen recht herzlich und das sagst du jetzt auch noch mal persönlich. Oh, danke, dass wir das alle durchgehalten haben. Und wollen wir noch einen schönen, freundlichen Abend vermögen wir geliebten Kinofilme. Danke, danke, danke.
der Weber Stiftung für Günter Rasch. Glückwunsch, danke auch Beate für das Lesen, das gemeinsame Lesen und verteilten Rollen, der dort dazu ja Spaß gemacht. Machen wir gerne wieder. Also ich finde es gut. Mal was anderes. Ganz herzlichen Dank auch dafür für diese Chance. Und natürlich Dorette, viel Kraft beim Auspacken, Bearbeiten dieser Kisten. Das klingt nach sehr viel Arbeit, aber ich weiß, du liebst das. Und was ja vielleicht auch noch interessant ist, ich glaube, das haben wir letztes Mal schon erzählt, für die Verlobte gab es eine Vornominierung für den Oscar. Das finde ich total spannend, weil man redet normalerweise immer bloß über den Oscar, für die Nominierung, leider war es ja kein Oscar, für Jakob der Lügner, aber es gab eine Vornominierung und dafür gibt es auch eine Urkunde, stimmt's? Und die hast du, Dorette. Die besitzt du, also ihr, im Museum, stimmt, ne? Okay. Ja. Also kann man sich auch mal angucken, ist ja spannend, dass es sowas auch gibt. Ne? Also kann man sagen, eigentlich zwei, anderthalb Oscar-Nominierungen hatte Eva, so könnte man es vielleicht formulieren. Und jetzt noch als Erinnerung für uns alle, ich bin mir sicher, die meisten von Ihnen werden alle diese Filme jetzt kennen, nochmal so ein Querschnitt des Lebenswerks. Ja, alle zum Kollektiv. Fällt der Film durch, lag die Leitung nur schief. Drum merk ich mir höchstens den Regisseur. Doch nach dem Film weiß ich den auch nicht mehr. Er will Weltraumfahrer werden. Aber das nannte man damals anders in der DDR. Nicht Weltraumfahrer, es hieß schlicht und einfach, guck mal, wie das Kino heißt. Kosmonaut. Kosmonaut, genau. Ganz herzlich willkommen. Und damit für deine Kinder, deine Tochter, liest es gerade wunderbar. Ja, Thomas Baumann hat es geschrieben. Und damit sind wir jetzt tatsächlich am Ende angelangt. Danke Ihnen allen sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für die Wärme, für die Energie, die wir gespielt haben. Danke natürlich nochmal ganz. Ich werde auch dokumentiert, ist klar, da ich irgendwo traue ich dann genau. Danke, ganz herzlich der Technik übrigens, die da absolut perfekt und fehlerfrei war. Super, natürlich mit einer tollen Band. Internationaler Wettbewerb und wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Abend. Vielen Dank. Diese U-Bahn-Reise führen direkt zum Strand. Das hab ich genau in dem Moment erkannt. Als dein suchender Blick in der ahnungslos hassenden Menge mich fand. Diese U-Bahn fährt direkt ins Paradies. Und das passt mir gut, denn wie du unschwer siehst, gibt's nur eines zu tun bei dem Trubel, den dein Blick in mir hinterließ. Komm, wir fahren zur Endstation. Ich hab unsere Tickets schon, lass dich sorgenfrei. Nein! Ich bin's wieder! 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 Ich b